Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Gestern kam die Season X raus, beziehungsweise Season 10, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Und dort hat sich ja das Depot geupdatet, der Meteorit ist wieder reingekommen und die ganzen Zeitlinien haben sich verschoben. Allerdings fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere oder wundert sich, warum es nicht mehr Map-Updates außer das Depot gab. Es gab tatsächlich mehr Map-Änderungen. Allerdings sind die ganzen versteckt und kommen auch erst im Laufe der Season, werden die stärker sichtbar. Allerdings fangen wir mal hier mit Dusty Depot an. Ja, der Meteorit ist ja da oben, wie wir ihn sehen können. Und guckt jetzt mal vielleicht auf die Minimap gerade, wo ich bin. Ich bin hier haargenau unter Meteorit und wenn man genau über mich schaut, ist ja gar kein Meteorit. Meteorit ist erst viel weiter hier vorne. Und das heißt, er muss sich im Verlauf der Season bewegen. Ich denke mal, dass sie das für 2 Wochen jetzt geplant haben, weil in 2 Wochen wahrscheinlich jetzt nichts große Update mit Downtime und Patch und allem gibt. Dass im Prinzip in den nächsten 2 Wochen der Meteorit von dort bis nach da vorne geht, weil die sonst, glaube ich, nicht weiter im Voraus planen würden. Versuchen eben halt immer, alle 2 Wochen können sie eigentlich vernünftig Map-Updates und alles machen. Der Rest muss alles in den Game-Files stehen und so. Deshalb haben die es wahrscheinlich schon nach hier gelegt. Oder vielleicht war es auch nur aus Versehen. Aber ich denke mal nicht, dass sie es für mehr als 2 Wochen geplant haben, dass es bis hier geht. Das heißt, die Zeitlinien sind, oder Meteorit, das Event, es wurde nicht gestoppt, sondern nur extrem, extrem verlangsamt. Das kann man auch daran sehen. Im Meteorit ist ja der Besucher mitgekommen. Und wenn man jetzt mal in den Meteorit reingeht, wozu ich mich jetzt einmal schnell hochbaue, kann man da drin die Kapsel des Besuchers sehen. Allerdings ist da gar kein Besucher mehr drin. Der ist nämlich schon geflohen. Und das Ganze, weil einfach der Meteorit wahrscheinlich schon wieder bis in Season 1 wieder neu startet, ist ja sozusagen wieder eine ordentliche Zeit dazwischen vergangen. Mit dem ganzen Zeitverschiebungen, während wahrscheinlich Jones sie da auch irgendwo rumgecruised ist in den verschiedenen Zeitzonen, ist das Ganze passiert. Und hier sehen wir die leere Kapsel vom Besucher. Das heißt, diesmal ist er allein escaped. Und jetzt natürlich die Frage, hat er die Raketen schon gestartet und ist wieder zurück und hat alle Live-Events hier erzeugt? Oder war alles schon hier und der Meteorit ist sozusagen nur ein zweites Mal runtergekommen? Ist jetzt wieder sozusagen zurück und der Besucher wurde sozusagen, ist jetzt hier drauf. Allerdings, ohne dass er eine Rakete hat und ohne dass er wirklich eigentlich wieder zurückkommt. Das heißt, er würde jetzt irgendwo hier auf der Karte irgendwo hier auf der Karte sein müssen. Oder alternativ, er hatte eben halt schon Rakete und alles wieder gestartet in der Zeit. Und ja, alles ist wieder sozusagen passiert bis hierhin eben halt, nur dass mit dem Unterschied der Meteorit noch nicht eingeschlagen ist. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass der Meteorit keinen Krater erzeugt. Wie auch immer das vielleicht gehen soll, aber ganz ehrlich, so ohne Krater ist es tausendmal besser. Ich liebe diese Zone zum Fighten, flache Gegend und alles. Ist auf jeden Fall nice und hier auch der Loot-Spot gefällt mir auf jeden Fall. Des Weiteren gibt es jetzt überall auf der Karte Risszonen und wurde ja auch schon in den Patch Notes gesagt, es gibt auf der Karte viele Risszonen, die hier mit solchen Partikeln ausgestattet sind, die im Prinzip aus der Vergangenheit sind, die wir schon kennen. Allerdings sind sie hier jetzt nicht mehr so auf der Karte, wie sie vielleicht ursprünglich waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da war. Vielleicht sind irgendwelche Container vertauscht. Auf jeden Fall kann man zwar bei Dusty sehen, ich glaube, da hinten der LKW hatte auch mal ein. Wahrscheinlich hatte der LKW einen Container drauf, der andere LKW da hinten nicht. Da drin sehen wir auch überall diese Partikel. Und zwar, vielleicht fällt es dem anderen OG auf, aber die ganzen Hallen sind vertauscht. Ursprünglich war, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, blau war links, rot war rechts und grau war in der Mitte. Also meine ich, war das ursprünglich mal und das hat sich immer alles vertauscht, weil einfach Raum und Zeit vertauscht ist. Kommen wir nun zum nächsten offensichtlichen Punkt natürlich. Loot Lake hat sich verändert und es gibt tatsächlich eine ganz nice Funktion dort. Zum einen natürlich das Low Gravity Feld, dass man eine geringe Gravität da drin hat, in dieser ganzen Kuppel.
die übrigens auch in den nächsten Wochen vielleicht öfter auf der Karte ist. Vielleicht nicht mit Low Gravity, aber auf jeden Fall so eine Kugel, die dann einen Ort in eine alte Zeit oder in eine andere Zeitschiene einfach bringt. Vielleicht in Zukunft, vielleicht in der Vergangenheit. Als nächstes kommen wir nämlich auch zum Ort, der jetzt schon in Gamefiles ist und komplett in die Vergangenheit gereist ist. Kommen wir allerdings zuerst hier zu Loot Lake. Die ganzen Sachen fliegen hier herum. Sieht alles eigentlich ziemlich cool aus. Man kann jetzt auch hier unten wieder durchgehen, ganz normal. Das Kabel wurde auch rausgerissen. Er holt keinen Strom mehr raus, weil im Prinzip die ganze Energie jetzt entflohen ist. Und wenn man hier allerdings in die Kugel reinfliegt, das kann man jetzt, man wird nicht mehr davon abgehalten, kommt man ganz einfach da drüber raus. Das ist ein Rift einfach. Rift ganz normal da drüber. Ich weiß gar nicht, irgendwann gab es, glaube ich, schon mal, dass man das als Rift benutzen konnte. War das nicht, als man Strudel da unten ging, dass man als Rift da irgendwie rauskam oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber kommen wir jetzt zu Neo Tilted. Neo Tilted ist ja jetzt nicht ganz so beliebt in gerade. Allerdings wird es wieder geupdatet. Und dann kommt hier eine riesige Kuppel hin. Ich werde euch auch mal einen Clip einblenden, wo ihr das einmal bei Dusty sehen könnt. Bei Dusty seht ihr im Prinzip die Tilted Towers Map ohne Gebäude. Und dann werdet ihr nochmal sehen, Tilted Town, so wie es dann heißt, Tilted Town. Mit den Gebäuden, die jetzt drin sind, allerdings mit der alten Karte an der richtigen Position. Das könnt ihr dann dort drin sehen. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist da so eine Kuppel drüber, die im Prinzip andeuten soll, es geht in eine andere Zeitzone. Oder in eine, nicht Zeitzone wie eine Stunde Verschiebung, sondern einfach eine ganz andere Zeit, ja, eine ganz andere Zeit, einfach irgendwo ins 15. Jahrhundert oder whatever. Und das wird an mehreren Städten auftauchen, denn es gibt noch viele verschiedene Orte, wie zum Beispiel Mäusemeier gibt es in kleinen Häusern wieder. Es gibt immer kleine Häuser, da drin wird wieder auf eine Stadt, eine alte Stadt angeteasert. Und das heißt eben halt auch eine alte, bekannte Stadt in einer komplett anderen Form, die wir vielleicht so nicht wiederkennen. Flash Factory, Lazy Links ist wieder da. Risky Reels gibt es auch wieder. Mäusemeier, Flash Factory, Lazy Links, Risky Reels. Und es gibt auch noch kleine Sachen, die vielleicht nicht ganz zudeutbar sind. Das sind, glaube ich, die. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber das ist ja im Prinzip auch in allen Ecken. Flash Factory da unten, Moisty dort, Risky Reels und Lazy da oben, weil es eben eine relativ große Region da oben auch ist. Vielleicht kommt Greasy Groove auch wieder zurück, vielleicht schmilzt das. Oben links ist tatsächlich auch noch ein Gebäude in Nord. Westen von der Karte ist tatsächlich auch noch ein Gebäude. Dann kommen wir nun erstmal zu Tilted Towers, beziehungsweise Tilted Town. Ihr seht, es wird eine alte Westernstadt sein, hat man auch im Trailer schon gesehen. Dort konnte man so ein kleines Westernhaus sehen, das wahrscheinlich hier hinkommen wird, mit einem schönen Fluss durch. Finde ich, sieht eigentlich schon ganz schön aus, allein die Map davon. Ja, bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Und ja, dann gehe ich jetzt zu den ganzen verschiedenen Kleinorten, die noch angeteasert werden. Und ihr werdet so lange noch die beiden Clips mit Tilted Town zu Ende sehen. Jetzt nochmal so als kleine Information, wie wahrscheinlich die ganzen Orte auf die Map kommen werden. Ich denke mal, Tilted Towers, beziehungsweise Tilted Town, heißt es dann ja, wird in den nächsten 2 Wochen auf die Map kommen, da ja meistens immer im 2-Wochen-Rhythmus große Updates mit Downtime und einem Download kommen und nur da im Prinzip immer wieder neue Gamefiles reinkommen können. Und da Tilted Towers im Prinzip schon fast ganz, ich glaube sogar ganz in den Gamefiles ist. Ich weiß gar nicht, ob man die Gebäude auch schon irgendwo in den Gamefiles erkennen kann. Aber muss sich auf jeden Fall updaten. Vielleicht updatet es sich auch langsam und die Kugel baut sich erstmal auf. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Und dann habe ich hier allerdings einen kleinen Ort. Hier mit Zwergen drin. Und ursprünglich waren da drin auch mal Zwerge, nur ich habe eben gerade schon Aufnahme gemacht und die ist dann war der Game Sound ein bisschen zu laut. So, auf jeden Fall sind hier drin überall Zwerge, was das Ganze zu bedeuten hat. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was es zu bedeuten hat, dass dort ganz viele Zwerge drin sind. Einfach viele Zwerge in einem Haus. Ich habe keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Es gibt auch wieder ein paar neue Rifts auf der Karte. Rifts funktionieren ja auch im Prinzip mit Zero-Point-Energie. Ja, deshalb geht man ja auch, wenn man in eine Kugel geht, in einen Rift und wird nach oben teleportiert. Hier vor mir
War mal ein Rift. Ich habe ihn nur eben gerade schon used. Auf jeden Fall hier auf der Höhe ungefähr. War ja früher auch schon immer ein Rift. Irgendwie wegen der Rocket Base wahrscheinlich. Hier oben ungefähr ist der Rift relativ schwer erreichbar, weil es ziemlich hoch in der Luft ist. Oder vielleicht auch einfach nur vom Stuntberg da oben, dass man da dann reinfahren kann, whatever. Auf jeden Fall war da ein Rift. Dann das nächste Rift, das auf der Karte ist, ist hinten bei wieder einer Tiki-Statue, bzw. der Ostereier-Insel oder Osterinsel-Statue. Ich weiß nicht genau, wo das überhaupt genau herkommt. Aber auf jeden Fall sind wieder diese Steinköpfe zurück. Dort hinten müsste er gleich auftauchen. Da sieht man ihn schon. Dort ist auch wieder ein Rift. Links unten. Sogar mehrere Rifts. Zwei sind in dieser Runde. Ich glaube, da können bis zu vier oder so spawnen. Wieder mit drei Kisten. Bringt ordentlich Steine, wenn man die abbaut, die Statuen. Dann ist hier auch wieder aus Season 5. Eine alte Orte. Hier auch wieder mit den ganzen Partikeln. Und oben drauf ist tatsächlich auch ein Stuhl einfach. Einfach hier ein einsamer Stuhl, der da drauf ist. Ja. Des Weiteren hat sich da hinten, apropos Stuhl, hat sich da hinten bei dieser kleinen Base auch der, ist auch wieder der Stuhl dort. So, hier sieht man jetzt den alten Stuhl, der ja von ursprünglich mal hier war, an dem Ort auch wieder mit den ganzen Risszeitpartikeln hier, die ja überall sind, wo im Prinzip jetzt etwas Neues wieder drin ist. Hier ist auf jeden Fall wieder Stuhl, der wurde ja ausgetauscht durch einen Schlitten, glaube ich, als erstes und danach durch im Prinzip so ein Raumschiff. Hier ist jetzt allerdings wieder der ganz alte klassische Stuhl. Und als nächstes Flash Factory ist auch wieder aufgetaucht. Und in den Gamefiles gibt es auch wieder viele verschiedene neue geupdatete Dateien. Und zwar zum Beispiel die Bouncepad Gamefiles sind geupdatet. Die Golfkart-Gamefiles sind hier geupdatet. Neues Fahrzeug oder ein altes Fahrzeug wieder zurück. Wäre auch ganz nice. Weil wir jetzt ja nur noch Driftboards und den Roboter haben. Ja. Und deshalb ist das Ganze natürlich ganz nice, wenn wir dann noch ein neues Fahrzeug wieder haben. Das auch ein bisschen wieder oben bei Lazy Lagoon ist. Und generell auch in der Wüste war es ja auch viel verteilt. Auf jeden Fall, hier sind die, ist Flash Factory angeteasert mit drei verschiedenen Toiletten, die hier ausgestellt sind. Oben noch eine Toilette drauf und davor ist auch noch eine Toilette. Ja, auf jeden Fall hatten wir ja im Teaser auch oder im Trailer auch gesehen, dass die Tech SMG dort rumflog. Vielleicht kommt die auch zurück, man weiß es ja nicht. Ich hoffe, sie wird dann aber genervt zurückkommen, weil es dann hoffentlich nicht so ist wie bei der Drumgun, dass sie komplett OP zurückkam und danach komplett genervt wurde und dann komplett schlecht war. Wenn Waffen zurückkommen, dann bitte vernünftig gebalanced. Sonst bringt das nämlich absolut null. Ja, der nächste Ort ist bei Lucky Landing. Ich weiß gar nicht genau, wie es davor vor Lucky Landing war. Ich habe eben halt irgendwie zwei Wochen, eine Woche irgendwie, bevor Lucky Landing reinkam, das Game angefangen, war damals und habe es damals auch noch nicht allzu viel gespielt. Und dadurch weiß ich immer nicht genau, wie es vorher aussah. Aber auf jeden Fall werde ich erstmal jetzt dahin fahren. Und es gibt ein kleines Update dort. So, angekommen in Lucky Landing, sehen wir da oben auf dem einen Turm dort, gibt es ein kleines Häuschen wieder drauf. Und das, soweit ich gehört habe, sollte man ursprünglich in Lucky Landing irgendwie hier als Haus, als einzelnes Haus da drin stehen. Muss auch komisch gewesen sein, wenn hier unten wirklich gar nichts aus seinem Haus war. Ja, auf jeden Fall ist da auch nochmal vielleicht das Lucky Landing ersetzt wird. Vielleicht kommen neue Orte hin. Können auf jeden Fall gespannt sein. Dann kommen wir jetzt zu einem sehr, sehr großen Ort, der auch zusammen mit einer großen Region kommt, und zwar Moisty Mire. Auch falls euch diese Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Like da. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen, falls ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt. Ich versuche eigentlich jeden Tag jetzt ein Video rauszuhauen. Jeden Tag Shop-Video und mindestens jeden zweiten Tag auch ein generelles Informationsvideo oder einfach Highlights aus Twitch-Streams. Deshalb schaut doch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort kommen
oder versuche ich zumindest täglich Streams zu machen. Und wenn eben halt irgendwie Patch, wenn irgendein Patch kommt oder irgendetwas Großes, wie jetzt irgendwelche neuen Teaser oder so, wird es natürlich auf YouTube kommen, weil es im Prinzip auch wie ein Video ist. Aber wenn es nur um rein Zocken geht, dann wird das Ganze auf Twitch kommen. Deshalb würde ich mich freuen über ein Abo und ein Follow, also ein Abo auf YouTube und Follow auf Twitch. Und vielleicht schaffen wir sogar 1000 Abos auf YouTube bis Weihnachten. Und hier eben gerade hat es vielleicht der ein oder andere gesehen, war dort der, war ein so Wasserturm, so ein Löschturm. Habe ich leider zerstört, egal. Des Weiteren sind hier auch wieder Fernseher drin. Früher waren hier Unmengen an kleinen Sofas drin. Das Ganze wurde einfach ausgetauscht mit ganz vielen Fernsehern. Das soll eben halt auch einfach so die Vermischung aus Raum und Zeit ja, ein bisschen erklären nochmal zusätzlich. Vielleicht bekommen wir hier auch eine Westernstadt. Im Prinzip das in alten Wüstenstadt. In alt ist ja relativ neue Wüstenstadt, kann man schon sagen. Jetzt eher nicht so im Western-Stil. Ja. Vielleicht bekommen wir ja Moisty mal hier unten neues. Ja. Wie auch immer man das nennen will. Jerusalem. Oder was auch immer für einen Namen dafür habt. Aber hier haben wir das nächste kleine Häuschen, das auf Moisty Meyer hinteasern wahrscheinlich auf Moisty Meyer hinteasern soll. Hier mit ganz vielen Bäumen, die überall rauswachsen, immer so klassisch sumpfmäßig mit Steinen und so, soll einfach darauf hinteasern. Und nochmal ein weiterer Teaser, der deutlich genauer darauf hindeutet, ist am Eingang von Terra Spawns. Dort ist ja ein kleines Schild. Was ist ein kleines Schild? Auf jeden Fall ist da ein Schild, wo drauf steht Now Entering Paradise. Und da hat sich halt etwas verändert. Und zwar steht jetzt Now Entering Paradise. Allerdings mit einem anderen Hintergrund, das ziemlich nach Sumpf aussieht. Und der Sumpf sieht auch sehr nach Moisty Meyer aus. Also können wir uns ziemlich sicher sein, dass es zumindest vielleicht eine Änderung gibt hier. Muss natürlich nicht bedeuten, dass vielleicht Moisty Meyer zurückkommt. Aber auf jeden Fall gibt es zurzeit noch keine Challenges, zum Beispiel für Paradise Palms, die man machen muss in Paradise Palms. Das heißt, das steht ja noch offen, dass dort etwas anderes hinkommt. Sie haben es ja auch so geregelt, dass es auch immer zeitlich begrenzte Challenges gibt, die absolviert werden müssen. Und dadurch haben sie eine relativ große Freiheit teilweise, außer eben mal die Festen, wie zum Beispiel Roadtrip ist ja eine feste Challenge. Ich glaube, das haben sie extra gemacht, damit sie ein bisschen mehr Orte so ein bisschen updaten können. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon auf die ganzen Map-Updates und alles. Und dazu auch die Livestreams und alles. Und hier gibt es auch ein kleines Update. Bei dem kleinen Häuschen ist hier einfach ein Teddybär eingebrochen. Warum auch immer hier ein Teddybär ist. Vielleicht soll es ein bisschen aufs Gefängnis hindeuten, dass im Gefängnis ja auch den Gefängnisausbruch und so alles ist. Keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Wir kommen zum vorletzten Auto, zwar Risk Reels. Risk Reels ist wieder da mit einer kleinen Casino-Leinwand und einem Mini-Casino. Falls ihr auch Ideen habt, die ich vielleicht für Musik unter die Videos legen kann, schreibt es auch gerne in die Kommentare, weil ich bisher irgendwie noch nicht ganz so gute Musik gefunden habe, die da gut reinpasst. Auf jeden Fall, hier ist die Kinoleinwand, hier waren noch zwei Sofas. Und da oben ist auch dann wieder das Schild fürs Drive-In-Theater, Prepare for Collision. Das stand auch schon damals in Risk Reels dort. Nur, dass das Schild etwas größer war und generell die Kinoleinwand auch etwas größer war. Jetzt ist noch der letzte Ort, der zumindest uns zurzeit bekannt ist. Falls euch noch vielleicht ein Ort auffällt, der sich etwas verändert hat, könnt ihr es natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auch interessieren, falls dort jetzt vielleicht auch in den nächsten Updates mehr auftauchen. Würde es mich freuen, wenn ihr mich darüber informiert, falls euch so etwas auffällt. Der letzte Ort ist Lazy Links. Lazy Links ist ja jetzt auch schon wieder, beziehungsweise jetzt gar nicht so lang eigentlich raus. Weil ja seit Season 7 war das. Ich glaube, damit ist auch der neueste Ort tatsächlich, der rausgenommen wurde.
Weil ja alles. Risk Reels ist ja deutlich älter. Nee, Risk Reels ist auch gleichzeitig mit Lazy Links rausgenommen worden. Genau, Lazy Links und Risk Reels sind im Prinzip gleichzeitig rausgenommen worden. Damit auch die beiden ältesten Orte. Auf jeden Fall sehen wir hier ein kleines Häuschen wieder mit einer Goldflagge drauf. Mit einem Country Club. Ja, mit so einem Country Club Stein. Das ja alles vom Golfclub ist in Lazy Links. Und hier drin war auch ursprünglich mal eine Golffahne. Dann waren da drin noch Golfschläger und auch noch für so einen Golfkurs. Ja, etwas. War hier gerade verbuggt, lul. Ja, auf jeden Fall ist das hier noch Lazy Links, der Teaser dazu. Das waren alle Orte, die mir bis jetzt bekannt sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao.